Erstunterzeichner erhält 10 Minuten das Wort. Bitte. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, worum geht es hier bei diesem Antrag, den wir hier heute gemeinsam, und ich gehe davon aus, einstimmig beschließen werden? Es geht darum, meine Damen und Herren, einen Reinigungsprozess in Gang zu setzen und zu starten, den dieses Land und diese Republik dringend nötig hat. Es geht darum, meine Damen und Herren, das Vertrauen in die Politik, das großteils verloren gegangen ist, wiederherzustellen, und es geht nicht zuletzt und drittens darum, der Erwartungshaltung der Österreicherinnen und Österreicher gerecht zu werden, die zu Recht vom Parlament die Erfüllung der ureigensten Aufgabe, nämlich der parlamentarischen Kontrolle und Aufklärung, dieses Recht einfordern. Um diese drei Punkte geht es, meine Damen und Herren. Und diese Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses zur Klärung von Korruptionsvorwürfen ist ein erster kleiner, aber sehr wichtiger und entscheidender Schritt, um diese drei Punkte, die ich hier erwähnt habe, umzusetzen und in Gang zu setzen. Es wird einer der größten Untersuchungsausschüsse dieser Zweiten Republik. Es wird einer der wichtigsten auch, weil wir es mit einem der größten Korruptionskomplexe der Zweiten Republik zu tun haben. Es werden 7 Untersuchungsgegenstände in diesem Ausschuss behandelt werden, jeweils von 5 Mandataren der SPÖ, 5 Mandataren der ÖVP, 3 der Freiheitlichen Partei, 2 der Grünen und einem Mandatar des BZÖ. Die 7 Untersuchungsgegenstände sind einerseits erstens beginnend mit dem Bereich Telekom und den Vorfällen in diesem Zusammenhang, die ich hier nicht näher ausführe. Sie haben den Antrag vorliegen. Zweiter Untersuchungsgegenstand ist das Verkaufsverfahren um die BUWOG. Dritter Untersuchungsgegenstand ist das Behördenfunknetz. Vierter Untersuchungsgegenstand die Schaltung von Inseraten durch staatsnahe Betriebe seit dem Jahr 2006. Fünfter Punkt, die Schaltung von Inseraten durch Ministerien seit dem Jahr 2000. Sechstens, der Versuch der Lockerung des Glücksspielmonopols und der Frage von Zahlungsflüssen und Interventionen in diesem Zusammenhang. Und nicht zuletzt auch als 7. Untersuchungsgegenstand die Vergabevorgänge im Zusammenhang mit der Verleihung von Staatsbürgerschaften und entsprechender Interventionen und eventueller Geldströme in diesem Zusammenhang. Was alle diese 7 Untersuchungsgegenstände verbindet, meine Damen und Herren, ist, dass es immer darum geht, Vorwürfe von Korruption, von Bereicherung zu Lasten der Republik und damit zu Lasten des Steuerzahlers, von illegaler Parteienfinanzierung, von Einflussnahme und von Intervention durch Lobbyisten oder ähnliche Personen auf nicht rechtsstaatliche und vor allem massiv demokratiegefährdende und finanzschädigende Art und Weise. Für das BZÖ kann ich festhalten, meine Damen und Herren, und ich wünsche mir das von allen Fraktionen, dass wir umfassend und schonungslos aufklären wollen, völlig unabhängig, welchen Zeitraum es betrifft, völlig unabhängig, welche Person betrifft und vor allem völlig unabhängig davon auch, welche Partei es betrifft. Und ich schließe hier auch meine eigene Partei mit ein. Und ich darf an dieser Stelle, wenn wir heute diesen Untersuchungsausschuss einsetzen, an alle Parteien, an alle Mitglieder dieses Ausschusses appellieren, dass alle ihren Beitrag dazu leisten, dass tatsächlich diese schonungslose, umfassende Aufklärung stattfindet und dass alle auch ihre Bereitschaft dazu erklären, dass sie auch die eigenen Reihen, die eigenen Einflussbereiche nicht schützen wollen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, und es kann auch nur dann ein solcher Untersuchungsausschuss Erfolg haben. Ich sage auch, was dieser Untersuchungsausschuss nicht sein soll, meine Damen und Herren. Dieser Untersuchungsausschuss ist keine Arena für parteipolitische Schlammschlachten und soll er nicht sein. Es soll kein Ort sein für die Pflege von persönlichen Profilierungsneurosen einzelner Mandatare. Und es soll auch kein Platz in diesem Untersuchungsausschuss sein für Postenschachereien, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, meine Damen und Herren. Und ich sage auch an dieser Stelle, dass ich der Überzeugung davon bin, dass keine Partei hier einen parteipolitischen Gewinn aus diesem Untersuchungsausschuss schlagen soll und schlagen wird, sondern der Einzige, der gewinnen kann, der gewinnen soll und der gewinnen muss, ist unsere Republik Österreich, ist unser Land, ist unsere Heimat, wo es darum geht, durch diesen Untersuchungsausschuss
Vorgänge, die dieser Republik, dem Steuerzahler, dem Ansehen unserer Heimat Österreich schaden, solche Vorgänge, solche Zustände in Zukunft zu unterbinden und zu verhindern. Dieses Ziel muss dieser Untersuchungsausschuss haben und kein anderes, meine Damen und Herren. Und wenn ich die letzten Tage verfolgt habe, dann muss ich leider feststellen, dass der Staat dann nicht dem entspricht, was ich mir erwartet und erhofft habe. Es ist ein Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, und kein Moser-Ausschuss, will ich an dieser Stelle deutlich machen. Und was will ich damit sagen? Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag zu untersuchen, wie der Name schon sagt, und nicht irgendwelche Postenschachereien im Bereich des Vorsitzes vorzuleben. Ich finde es sehr schade, was hier in den letzten Tagen stattgefunden hat, weil auch der mediale Fokus sich ausschließlich darauf fokussiert hat, wer den Vorsitz haben soll und wer ihn warum nicht haben soll. Das BZÖ war hier die einzige Fraktion, und das möchte ich an dieser Stelle auch festhalten, die sich an diesen Postenschachereien nicht beteiligt hat, weil wir immer gesagt haben, wir wollen untersuchen, wir wollen aufklären, das möglichst schnell, das sofort, das jetzt, und daher beteiligen wir uns auch nicht an Postenschachereien, was die Vorsitzführung betrifft. Und ich darf an dieser Stelle an die Fraktionen, die bisher auch sich daran beteiligt haben und hier nach wie vor keine Einigung gefunden haben, diese dringend auffordern, diese Schachereien zu beenden und sich endlich auf eine Vorsitzführung zu einigen. Wir sind hier völlig neutral, uns ist das relativ oder eigentlich völlig egal, wer die Vorsitzführung hat. Wir haben einen Mandatar der SPÖ vorgeschlagen als Kompromiss. Wir haben auch einen unabhängigen Richter und eine Änderung der Geschäftsordnung vorgeschlagen. Wir akzeptieren auch die Frau Moser und andere, nur wir wollen endlich auch mit der Untersuchung beginnen. Wir haben viel Arbeit vor uns, und das sollte eigentlich auch die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses sein. Ich wünsche mir noch einen schlechten Start, dass wir umso schneller in diese Arbeit kommen und dieser Untersuchungsausschuss seinem Sinn und seinem Zweck, den ich ausgeführt habe, nachkommt. Und ich darf zum Schluss auch an die Mitglieder des Ausschusses und vor allem an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien appellieren und sie auffordern, dass es hier nicht nur eine seriöse, eine sachliche und unabhängige Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss gibt, sondern auch eine seriöse, sachliche und fundierte Berichterstattung. Noch einmal, ich will keine Schlammschlachten, auch nicht in den Medien, sondern wir haben alle gemeinsam das Interesse, nach diesem massiven Vertrauensverlust das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Das wird durch Schlammschlachten nicht gelingen, das wird durch gegenseitige Anpatzereien in den Medien nicht gelingen, sondern das kann nur dadurch gelingen, indem alle Parteien durch sachliche, seriöse Arbeit ihren Willen kundtun, dass sie zu 100% bereit sind, aufzuklären, zu untersuchen und diese Zustände, die es gibt, abzustellen. Ich schließe mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat und der auch diesen Untersuchungsausschuss als Dach begleiten sollen. Er sagt, und er hat geschrieben in einem Buch, in allen Institutionen, in welche nicht die scharfe Luft der öffentlichen Kritik hineinweht, wächst Korruption wie ein Pilz. Und diesen Pilz, meine Damen und Herren, gilt es zu bekämpfen. Arbeiten wir gemeinsam dafür. Den Pilz der Korruption, meine ich, verstehen Sie das Zitat richtig, diesen Pilz der Korruption gilt es zu bekämpfen, und diese vielen Schwammerlern in allen Farben, die hier gewachsen sind in den letzten Jahren, einzusammeln und zu schauen, dass sie nicht nachwachsen. In diesem Sinne gehen wir es an und legen wir los. Dankeschön.